Hey Leute, fröhlichen Nikolaus wünsche ich euch. Ich hoffe, bei euch in Deutschland heißt das auch so. In Dragon Ball FighterZ, wie ihr seht, ist der Weihnachtsmann Tenshin Han unterwegs. Ja, mit seinen drei Augen sieht er besonders festtaglich aus. Ne? Leute, es gibt Kapseln und ich habe versehentlich schon welche gekauft. Ich muss das einfügen gleich. Ich habe es versehentlich schon gekauft. Also die ersten 10 Items haben wir schon gekauft. Ich kann euch schon mal zeigen, also diesen Lobby-Avatar haben wir schon mal. Finde ich mega sexy zu Weihnachten. Ich mag so einen Scheiß, ne? Und das ist auch der einzige Lobby-Avatar. Wir haben das auch ganze bei Halloween gemacht. Bei Halloween haben wir echt viel gezogen und viel geöffnet. Ich verlinke euch das Halloween-Opening am Ende des Videos. Da haben wir auch dann im Kampf nämlich die Halloween-Kostümfarben ausprobiert. Mega geil. Ich liebe Halloween und ich liebe die Farben der Charaktere im Kampf mit diesem geilen Halloween-Outfit. Leute, wie gesagt, schaut da gerne mal rein. Aber jetzt sind wir hier bei Weihnachten, beziehungsweise bei Nikolaus. Und ich zeige mal, was ich schon bekommen habe. Und zwar zum Beispiel Z-Marken haben wir bekommen. Und zwar einen Trunksy als Nikolaus, als Weihnachtsmann. Und C18 und Krillin putzen gemeinsam den Weihnachtsbaum auf. Mega knuffig. Aber auch bei unserer Kämpferkarte haben wir nun die Fußzeile unten mit Weihnachtsfarben. Seht ihr ganz rechts drüben. Wir haben jetzt Halloween drin. Finde ich halt einfach geiler, ne? Aber da haben wir auch Weihnachten freigeschalten. Und bei den Titeln haben wir zum Beispiel Hersteller der Nacht von Halloween. Mega geil. Aber jetzt gibt es auch von Weihnachten haben wir gezogen X-Mess, Express, Nussknacker, Neuling oder Schrott, Santa. Auch geil. Aber man hat auch durchs Einloggen 50 Premium-Kapseln, Premium-Z-Münzen bekommen. Ich hatte insgesamt leider nicht mehr viele Zähne. Wir können jetzt noch 6 Kapseln öffnen. Mehr habe ich jetzt leider nicht. Aber das werden wir jetzt noch ganz genüsslich in dem kurzen Nikolaus Dragon Ball FighterZ Video öffnen. Wir haben den Titel freigeschalten, Einsamer Wolf. Was genau das jetzt mit Weihnachten zu tun hat? Ich habe mich verdrückt. Okay. Ich habe mich verdrückt. Es kommt davon, wenn man vorher zu schnell herumdrückt und dann plötzlich Azubi Weihnachtsmann. Das ist doch schon eher ein weihnachtlicher Titel. Aber ich hätte lieber Kämpferfarben. Die Outfitfarben. Das würde ich feiern. Was haben wir hier? Eine Kämpferkartendesign. Weihnachtsfarbe 3. Auch nicht so spannend leider. Aber aus den Gold-Zeni-Münzen werden wir sicher geilen Scheiß bekommen. Und eine Z-Marke, also sowas wie Krillin und C18, die gerade vor dem Weihnachtsbaum. Oh, ein Vegeta! Einen Vegeta Blue in Weihnachtsmann-Outfit, das wir uns gleich mal angucken. Erstmal noch das letzte öffnen und noch eine Z-Marke. Okay, das waren jetzt die ganz normalen Zenis. Die haben jetzt mal ausgegeben. Jetzt muss ich nur mal kurz meinen Lobby-Charakter anpassen. Ah, oh, super. Seht ihn ganz rechts drüben. Super Saiyajin Blue Vegeta Weihnachtsmann mit einem Schnauzbart. Hey, ich lieb den Scheiß, ne? Ich lieb den Scheiß. Und neue Emojis haben wir noch bekommen. Die gucken wir aber gleich an. Nachdem wir unsere Premium-Kapseln hier geöffnet haben. Ich habe leider keine 100 rechts um mir sehen. Jetzt müssen wir die 8 Kapseln einzeln kaufen. Boom! Ein Kämpferkartendesign. Wieder nicht sehr spannend. Komm, gib uns Lobby-Charaktere. Oder halt diese Ausrüstungsfarben. Was ist das? Ein Titel. Weihnachtseroberer. Das ist auch nicht schlecht. Ich finde Schrecken der Nacht von Halloween auf jeden Fall besser. Aber ist okay. Oh, oh, oh. Lobby-Charakter. Krillin. Weihnachten. Okay? Ich muss es gerne mal angucken. Bis jetzt haben wir nur männliche Weihnachtsmänner, ne? Keine Weihnachtsfrau. Eine Z-Marke, die gucken wir uns auch gleich an. Das ist ja nur so eine kleine Spielerei nebenbei, ne? Diese Kapseln öffnen. Ich finde es aber ganz lustig. Noch eine Z-Marke. Ich bin auch gespannt, ob was in Dragon Ball Legends zu Weihnachten passieren wird. Der Titel Weihnachtswunder. Das würde auch ganz gut zu uns passen. Wir sind ja schon ein bisschen Weihnachtswunder, ne? Lobby-Charakter, einen Trunks. Geil. Und das letzte, die letzte Kapsel, sagen wir so, eine Z-Marke. Okay. Leider keine Weihnachtsfarben
für unsere Helden. Aber davon haben wir, wie gesagt, beim Halloween-Opening so viel bekommen. Wir haben jetzt noch freigeschalten. Unseren Krillin. Und unseren Trunks. Oh, ist auch süß. Oh, guckt euch bitte Krillin an. Leute, ich bin ein fucking Krillin. Weihnachts-Rentier. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir noch... Lizenzmarken, genau. Da haben wir jetzt noch freigeschaltet. Müssen wir noch freigeschalten. Einen Buu als Schneemann. Wieder den Super Saiyajin Blue als Weihnachtsmann. C17, weihnachtlich. C18. Und einen Tenchi Han Emote. Knuffig. Aber guckt mal die Halloween-Sachen an, ne? Ich finde die Halloween halt viel geiler, ne? Ich finde die Halloween einfach geiler. Und bei Spielerinfo-Kämpferkarte haben wir da jetzt noch Weihnachtsfarben bekommen. Blau, grün, golden. Ah. Ich finde Halloween, das sieht einfach geiler aus, ne? Halloween ist einfach geiler, Leute. Nee, Halloween ist geiler. Halloween gewinnt auf jeden Fall mit 100 Punkten gegen Weihnachten mit 0 Punkten. Aber okay, der Krillin ist halt schon, ne? Guckt mal von hinten. Er hat ein Schwänzchen. Er hat ein Schwänzchen, Leute. Wenn ihr so in einer Online-Lobby rumlauft, werdet ihr von jedem, als der krasseste Kämpfer und Gegner auf jeden Fall angesehen und müsst keine Angst hier vor dem Zamasu haben, denn ihr seid ein fucking Krillin, Rudolf der Red-Nosed Reindeer, was von hinten ran will an den kleinen Zamasu. Na komm, du willst doch auch das Reindeer. Leute, wie gesagt, kleines Nikolaus sozusagen, beziehungsweise Weihnachten, Dragon Ball FighterZ Opening, das Ganze ist erst gestern online gekommen, am späten Nachmittag. Und ich wollte es euch einfach zeigen. Und das ist noch, schon, guckt ihr dann, noch ein Krillin Rudolf in braun. Also ja, wenn ihr Zenis übrig habt, gebt sie gerne aus. Kostet ja nichts. Die bekommt man ja kostenlos beim Spielen. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Ausflug in das Nikolaus-Wunderland Dragon Ball FighterZ auf der PlayStation 4. Und lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und ciao.